Ihr habt euch durch den Berg gequält. Stunden um Stunden seid ihr mit euren Pferden durch den Berg geprescht. Die Pferde von Belshirasha, die Jalan im Turnier von Yol Gurmak geschenkt bekam, haben wohl doch noch genug dämonisches Blut in sich. Sie rennen und rennen ohne Unterlass. Das Pferd von Abelmir kann Kiaras mit Erschöpfungspastillen füttern und voltigiert dann über Rücken zu Rücken. Mit abwechselnden Fahrern könnt ihr euch unter den Treuzacken behaupten. Das Dröhnen im Berg hat nachgelassen, doch viel mehr Panik machen euch nun die Kristalloiden, die überall um euch herum zu stehen scheinen. Auch wenn ihr sie nicht immer sehen könnt, so fühlt ihr euch doch beobachtet. Boytax kann vor sich warm Wind vernehmen und der Ausgang der Binge scheint nahe. Als ihr langsamer und langsamer werdet, die Zügel freigebt und anhaltet, kann Abelmir letztendlich erkennen, dass ihr euch auf gewaltigen Zahnrädern befindet. Groß wie immer an Felder könnten sie sich unter und über euch drehen, doch stehen sie nun schon seit Jahren still. Wenn ihr eure pochenden Herzen beruhigt, könnt ihr noch etwas anderes wahrnehmen. Es riecht nicht nur nach Schmierfett, sondern auch nach altem, uraltem Waffenöl und modrigen Rüstungen. Nach verwesendem, süßlich duftendem Fleisch und vor euch könnt ihr Schlurfen vernehmen. Und so beginnen wir, irgendwann im Effort 1028 nach Bosbarans Fall. Was wollt ihr tun? Was stinkt hier so? Riecht nach Öl. Ja. Nein, ich meine diesen. Es riecht wie ein Leichenhaus. Ja, das ist Verwesung. Ob es hier Untote gibt? Nein, ich glaube nicht. Das mag ich nicht hoffen. Das ist keine Mine, das ist ein Grab. Wir sollten sehr vorsichtig sein, sehr vorsichtig, ja. Hört ihr das da vorne? Irgendwas läuft doch da rum. Ich bin dafür, dass wir die Pferde zunächst einmal bei vielleicht Jalan und Keras lassen und uns erstmal nach vorne schleichen. Und dann sind wir nicht so laut. Was haltet ihr davon? Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ich denke auch. Vielleicht beauftragen wir die beiden auch, die Hufe der Pferde mit Decken einzuschlagen. Damit sich nicht solche Kristalle in die Hufe treiben. Ein guter Vorschlag, damit ja. Damit die nicht so laut sind vor allen Dingen. Warum meint ihr denn so laut? Ich meine, sie sind schon die ganze Zeit auf Stein gerannt. Aber irgendetwas bevor uns bewegt sich da deswegen. Ah. Also gut, da schauen wir uns einmal um. Bleib dicht beisammen. Natürlich. So kann sich die kleine Gruppe auftrennen. Und zu fünft, ihr vier Helden und Asavo, könnt einmal die riesigen Zahnräder betrachten, die dann verschlungen vor euch sich ineinander greifen. Wenn ihr dann von Zahnrad zu Zahnrad geht, sie sind wie gesagt unglaublich groß, groß wie Immernfelder, könnt ihr dann vor euch und vor allem auch unter euch sehen, wie dort Häuser stehen, die darauf gebaut worden sind, baufällig aus teilweise Stein, teilweise aus Holz. Nicht zwergischer Bauart, sondern definitiv menschlicher Bauart. Ihr könnt einiges an Bewegungen erkennen. Die Stadt scheint wohl nicht wirklich zu leben, aber einige Lichter, die ihr hier mal da, mal dort mal erkennen könnt, einige Statuen, mal riesige, gewaltige Kreaturen, vielleicht Oger, die verfault und vermodert umhertrotten, einige Drachengardisten, und den ein oder anderen schwarz gehüllten Magier, die dort gehen. Ihr könnt die Oger erkennen, wie sie mit ihren riesigen Spitzhacken das Gestein abbauen, kleine Hacken verladen, auf einen unsichtbaren Befehl hin die Arbeitskraft leisten. Auf wie vielen Ebenen sind diese Zahnräder denn angeordnet? Ja, du versuchst das Ganze abzuschätzen. Du siehst auch Treppen, die nach unten führen, die sich sicherlich werden das 10 Meter nach unten sein, also normalerweise 3 Stockwerke. Und wenn du dann zwischen den Rädern entlang guckst, dieser Stollen hier führt sicherlich über mindestens 4 Ebenen nach unten, dann ist es zu dunkel.
Und auf allen vier Ebenen kannst du Bewegung erkennen. Lichter, Stöhnen, Knochenschaben, Hacken. Ich frage mich, wovon werden diese Zahnräder angetrieben? Es muss eine gewaltige Kraft sein. Vielleicht gibt es eine Antriebsstange hier irgendwo. Aktuell stehen sie still. Also sie wurden sicherlich vor einiger Zeit mal angetrieben, aber aktuell, du kannst es auch erkennen, dicker, schwerer Efeu, der dann zwischen den Rädern entlang greift, der da wohl verwachsen ist. Einige Brücken, die dann auch von links nach rechts rübergreifen. Also bewegen tun die sich nicht mehr. Nur noch die Stadt, die jetzt aktuell ja lebt und einzelne Gestalten, die dann zwischen den Häusern entlang gehen. Mich würde mal interessieren, ob es trotzdem noch möglich wäre, die zu bewegen, wenn man entsprechende Kraft aufwenden würde. Wäre das eine Mechanikprobe? Das ist für dich eine einfache Mechanikprobe und für Abelmir wäre das eine plus 3. Boah, keine gute Probe, aber gute Attribute. Die Stangen scheinen wohl noch zu funktionieren und das alte Schmierfett, ja, es riecht wie gesagt auch nach Schmierfett, wenn man mal dieses Schlachthaus ignoriert. Das wird sicherlich funktionieren. Klar, die Zwerge haben so gebaut, dass das über Jahrtausende funktionieren muss. Was meinst du, Abelmir? Im Zweifelsfall könnte man diesen Mechanismus doch sicherlich in Gang setzen und so für einiges an Verwirrung sorgen. Aber wozu dient das Ganze? Es ist mir nicht ganz klar. Zahnräder betreiben etwas, wandeln Kraft um, aber wozu? Wofür? Vielleicht um dieses Tor dort hinten zu öffnen. Mhm. Aber könnt ihr dort drüben sehen? Über diesen Wasserfall hinüber, da führt eine Brücke. Oh, Wasserfälle. Mir ist noch nicht ganz klar, ob wir uns aufmerksam machen sollten. Meint ihr, es ist ratsam, die Zahnräder zu bewegen? Nicht, solange wir nicht an der anderen Seite sind. Und nicht, oder solange wir unbedingt wissen, ob sie wirklich die Tür öffnen. Und wenn wir die Tür nicht öffnen müssen? Genau. Dann brauchen wir auch die Zahnräder nicht zu bewegen und können uns hier einfach durchbewegen, ohne große Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Das wäre im besten Falle möglich und auch in unserer Sinne. Die Idee von dir, aber mir war zumindest sehr gut mit den Hufen. Jetzt müssten wir uns noch was überlegen für die Wagenräder. Ich würde hier gerne schnell durchkommen und ein Kampf gegen Drachengardisten scheint zwar möglich und vielleicht auch gegen Nekromanten, aber wenn ich mir diese Ogre ansehe, allein auf diesem Stockwerk müssen es sicherlich 20 sein. Vielleicht müssen wir den Wagen hier lassen. Die Kugel verstauen. In den Paxel drin. Ich würde die Kugel ungern hier lassen. Nein, ich meine die Kugel verstauen im Packsattel und nur die Pferde mitnehmen. Meinst du, das ist möglich? Wenn man sie vernünftig packt, bestimmt. 50 Stein. Wird sicherlich gehen. Wir müssten erstmal einen Weg auserkoren, wo wir denn lang gehen können, bevor wir die Pferde holen. Das ist richtig. Und ich bin mir nicht sicher, wie der Untote an sich funktioniert. Ich befürchte jedoch, dass sie vielleicht von den Pferden schnell angelockt werden können. Und wir vielleicht im letzten Moment alle Pferde, bis auf die Kugel transportieren, in eine andere Richtung jagen sollten. Ich weiß nicht, Abelmir, du bist doch jetzt Schwarzmagier. Wie funktioniert das mit Untoten? Nun, sie sehen nicht im herkömmlichen Sinne so wie Sterbliche. Sie verfügen über etwas, das man Lebensgespür nennen könnte. Sie sehen deine Lebenskraft. Und nun ja, ich denke, wir leuchten wahrscheinlich wie ein Varunka-Tannenbaum. Ein Signalfeuer also. Exakt. Vielleicht sollten wir das Element in unsere Herzen lassen, das dem Leben am, ja, entgegengesetztesten wirkt. Ein wenig Eis würde uns in diesem Falle gut tun. Nun, es gibt einen Kantus dagegen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir damit uns alle tarnen können. Nun,
runter. Wir unterdrücken damit ihre Magiesicht auf uns und erschweren sie. Wenn das möglich ist. Es ist möglich, aber sehr kraftraubend. Vor allem müssen wir außerhalb ihrer Reichweite bleiben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern sie mit dem Nekromanten, dem Beschwörer, verbunden sind. Es könnte sein, dass sie bei einem Anschlag direkt einen Impuls weitergeben an ihren Herbeirufer oder ihren Beschwörer, wie auch immer man das dann nennt. Ah, nun. Und ich weiß nicht, strahlen diese Untoten ebenfalls Lebenskraft ab oder würden sie, wenn ich Lebenskraftorte gänzlich unsichtbar bleiben? Und man würde nur diejenigen sehen, die hier noch am Leben sind, also die Beschwörer. Nach meinem Verständnis würden Untote nicht auf dieses Gespür anschlagen. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, inwiefern sie uns direkt angreifen und einen Angriffsbefehl dann bekommen, aber sie werden sicherlich fragen, was wir hier tun. Und ich glaube nicht, dass wir mit unserer Geschichte von Teria-Kentlern hier weiterkommen. Was wir als erstes brauchen, ist einen Weg über diese Zahnräder. Könnt ihr das machen, Abelmir? Oder Boltax? Ich könnte versuchen, einen Weg auszukundschaften. Wie weit ist denn von einem Zahnrad zum anderen, zur nächst tieferen Ebene? Mehr als 10 Meter, oder? Also ein Zahnrad hat ungefähr eine Spannweite von 50 Metern und da kannst du dann dir überlegen, inwiefern, also wenn du 50 Meter von so einem Zahnrad Durchmesser hast, müsstest du überlegen, ob du auf dem Umkreis gehst oder eben durch und durch und dann die 10 Meter, also die drei Stockwerke nochmal über die Treppen verschachtelt. Das ist eine ganze Menge an Ich dachte mir, Uli, dass wir sozusagen vom einen Zahnrad nach unten klettern mit einem Seil, wie auch immer, das Zahnrad durchqueren, die Ebene tiefer und auf der anderen Seite sozusagen wieder hochklettern. Wie gesagt, wenn du die Zahnräder runterklettern willst, dann wären das 10 Meter nach unten. Das funktioniert vielleicht mit Dracundas nicht so gut, weil die 50 Stein wiegt. Und dann müsstet ihr alle eure Pferde hier lassen. Ja, okay. Aber ihr könnt mal eine Mechanikprobe würfeln und die Hälfte davon könnt ihr übernehmen in eine Gassenwissenprobe. Und die Gassenwissenprobe an sich ist erschwert um 7. Kann ich Mechanik als Unterstützungstalent für jemand anderen würfeln? Ja. Okay, dann würde ich das... Also die Gastliste ist um 7 erschwert und die Hälfte von Mechanik gibt es... 15 halbe sind 16, sind 8, also eine minus 1. Und ich würde ihn nochmal mit der Hälfte unterstützen. Nee, die musst du abgeben an jemand anders. Okay, dann würde ich einen in Isarun abgeben. An Isarun, alles klar. Oh Mann. Aber mir liegt ja schon mal gut vor. Helen hat auch gute Werte. Ich weiß, wo es den besten Tee zu kaufen gibt. Ja, ihr könnt euch vor eurem geistigen Auge einen kleinen Weg zurechtlegen, der dann über die Zahnradmechanismen über die Außenseite funktioniert und könntet dann von dort aus die wichtigen beleuchteten Objekte und Häuser umgehen. Boltax gefällt das zwar gar nicht, dass man dann hier solche menschlichen Häuser in einer zwergischen Binge dann unberührt lassen müsste, aber an sich kann man hier, glaube ich, gerade wenig tun. Also der Weg könnte stehen. Kollegen, ich habe eine Idee. Was haltet ihr von einer Ablenkung? Und zwar, wenn wir einmal auskundschaften, eventuell finden wir ja eine Stelle, die als Engpass dienen könnte. Wenn wir die Gegner auf die andere Seite davon locken könnten und den Engpass dann versperren oder verschütten oder so etwas, könnten wir uns in der Zwischenzeit vorbeimogeln. Da würden sich natürlich die Brücken auf der anderen Seite anbieten. Wenn das euer Wunsch ist. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, ob noch mehr Untote sich in der Gegend befinden. Nehmen wir mal an, die Untoten sammeln hier Material. So erscheint es mir zumindest. Eine Art Metall. Und sie werden es vermutlich irgendwo hin transportieren. Ich nehme an, aus der Binge hinauf.
Also könnten sich durchaus noch weitere Untote in Richtung Ausgang befinden. Wir sollten also sehr vorsichtig sein, keine Aufmerksamkeit auf uns zu legen. Das befürchte ich auch. Es gibt nur einen Ausgang. Nun, wir müssten höchstens ein Spektakel am entferntesten Punkt des Ausgangs veranstalten, um eventuelle Verfolger und Tote dorthin zu locken. Was für andere Eingänge hat denn dieses Zahnradsystem noch? Ich glaube, dort drüben sehe ich einen. Herr Boltax, könnt ihr feststellen, wo sich das Tor befindet? Also wo wir hin müssen? Auf die da vorne, auf die andere Seite uns gegenüber oder da vorne rechts? Nun, von da, seht ihr, da spüre ich einen warmen Wind. Ich denke, es wird in dieser Richtung sein, wo wir hin müssen. Das ist zumindest ein möglicher Ausgang. Ihr könnt auch, wie gesagt, ein riesiges Tor sehen, was wieder 40 Schritt hoch ist. Dieses Mal nicht aus Gold, sondern wieder aus Eisen, das Drachentor auf der anderen Seite. Was dann hier geöffnet werden könnte. Aber das ist, wie gesagt, aktuell verschlossen hier. Da muss man nicht ran und das dann hier eben die kleineren Ausgänge. Das wird dann wohl nicht funktionieren, um darüber schweres Gestein abzuladen, aber für eine Drachengarde oder sowas wird das sicherlich als Patrouille dienen. Ihr könnt einen weiteren Aufzugschacht hier erkennen, von dem man sich vielleicht auch abseilen lassen könnte. Müsste man sich auch überlegen, wie man da mit Dracundas rüberkommt, aber auch das wäre eine Möglichkeit. Wenn man da abstürzt, fällt man viele, viele Schritte tief und verschwindet dann sicherlich in der ewigen Finsternis. Aber ansonsten wären das die möglichen Ein- und Ausgänge. Dort rechts, das sieht nach einem Mineneingang aus. Hm? Oh ja. Dort rechts oben. Und? Geht es dort tiefer hinunter? Könnte gut sein. Aber wir wollen nicht wirklich hinunter, oder? Nein, ich frage mich nur, könnten wir dort die Ablenkung starten? Ihr meint, wenn dort ein sehr lautes Geräusch herkäme? Nun, wenn die Mine einstürzt. Woran denkt ihr? Die Mine zum Einsturz zu bringen. Wirklich? Aber dann würden sich die Leute doch eher davon fernhalten. Ich denke, auch. Mit einem merkwürdigen Geräusch käme man weiter. Was stellt ihr euch vor? Nun, habt ihr euch nicht in Zorgan weitergebildet in der Illusionsmagie? Fällt euch dazu etwas ein? Ja, richtig. Ich fragte, welches Geräusch euch vorschwebt. Boltax, helft mir einmal auf die Sprünge. Was gibt es denn für Gefahren, dass auch Untote dagegen eingesetzt werden könnten? Ein Wassereinbruch ist denn immer in Gefahr. Oder Drachen. Drachen, da habt ihr vollkommen recht, aber... Oh. Ein Drachenbrüllen? Ich hätte eine Frage. Ich bin tatsächlich selber nicht so geschult, aber die Untoten stehen doch in Verbindung zu ihrer Herrscher, richtig? Ja, zum Nekromanten oder zur Nekromantin. Wie exzessiv ist diese Verbindung? Also könnte ein Untoter berichten, ich sehe etwas oder was er sieht? Wie kann ich mir das vorstellen? Nun, das ist eher ein geistiges Band. Der Erhebende, der Beschwörer, der Nekromant, hat eine gewisse Verbindung. Wenn der Untote zerstört wird, merkt dies der Nekromant. Er kann nicht durch die Augen oder durch seine Sinne wahrnehmen, aber nun gewisse Empfindungen, sei es ein schwerer Schlag oder ein schwerer Hieb, könnte vermutlich vom Beschwörer wahrgenommen werden. Stellt es euch vor wie ein Radius, in den man nicht kommen darf. Vielleicht sind das 7 Schritt, vielleicht sind das 15 Schritt. Das kommt immer darauf an, wie mächtig der Beschwörer ist. Und wenn man diesen Radius betritt, dann wird ein Impuls weitergegeben. Und dieser untote Oger oder Skelette oder was auch immer es dann sind, wird sich in die Richtung drehen, den Impuls weitergeben. Und wenn der Beschwörer dann die nötige Zeit oder Sinnschärfe übrig hat, dann kann er nachsehen, was dort ist und über einen weiteren Gedankenimpuls dem Oger einen Befehl geben bezüglich greif an oder tu etwas anderes.
Oh, Abelmir, was meinst du, wie viele Beschwörer müssen es wohl sein bei dieser Anzahl an Untoten? Nun, es kommt auf die Beschwörer an. Ist der ein mächtiger Beschwörer, dann reicht einer. Nein, meine Befürchtung ist nur folgende. Wir machen ein lautes Geräusch. Der Untote wird dies nicht wahrnehmen. Richtig? Nun, aber wir es muss laut genug Höhle. Sein. Es muss laut genug sein, dass die oder der Nekromant es mitbekommt. Nun, richtig, aber der Schall trägt da relativ weit in einer Höhle. Aber gefühllich. Ich habe aber noch der Nekromant weiß ja, ob irgendetwas seine Untoten angreift. Wenn seine Untoten in der Mine sind und wir machen ein Geräusch aus der Mine, dann weiß der Nekromant, dass dort entweder nichts ist oder so tief, dass es ihn nicht direkt bedroht. Nun, wenn man einen Höhlendrachen, ich weiß nicht, ob ein Höhlendrache in einer Höhle lebt, in einer Binge, keine Ahnung. Gehen wir von Anfang aus, dass ein Höhlendrache sich den Weg aus der Mine herausbewegt und dabei entsprechend ein Geräuschpegel entwickelt. Dann würde auch der Nekromant wahrscheinlich seine Untoten gegen diesen Höhlendrachen schicken. Ich denke auch. Aber mir fällt gerade noch etwas anderes ein. Wenn es mehrere Nekromanten sind, dann könnte man ja durch einen Zauber den einen Nekromanten geistig überwältigen und ihm die Eingebung geben, dass sich alle anderen Kollegen gegen ihn wenden. Dann würde er seine Untoten auf seine Kollegen hetzen und wir könnten einfach durchgehen. Dürft einfach mal alle eine Zechenprobe würfeln. Ach, mineralische? Mineralisch, ja. Okay, dann. Ja, während ihr da so steht, könnt ihr wohl mitbekommen, wie Eldan läuft so ein bisschen Staub aus der Nase. Isarun hat vielleicht das ein oder andere Mal gehustet in ihren Ärmel oder so, in ihre Armbeuge und könnt dann wohl auch erkennen, wie da so kleine Kristalle heften bleiben. Es ist nicht viel, aber auf alle Fälle kommt es aus eurem Körper und nicht von außerhalb. Also irgendwas scheint da nicht ganz zu stimmen. Ich befürchte, was auch immer die Zwerge damals ereilt hat, ereilt uns auch, wenn wir hier verbleiben. Was? Nein, das habe ich noch nie gehört, dass es auch Menschen... also... Ja, dann traut euren Augen, Boltax. Es kratzt den Hals und in der Nase. Ich verliere tatsächlich Staub. Kristall? Was auch immer wir tun, wir sollten uns beeilen. Dieses Klima kann nicht gesund sein. Ich bin dafür, wir müssen doch auf diese Seite. Habe ich das richtig verstanden? Also genau uns gegenüber? Naja, entweder genau gegenüber oder wir nehmen die linke Seite. Die ist allerdings wesentlich schwieriger. Ich bin dafür, wir sollten uns irgendwie auf die andere Seite schleichen, dann die beiden Brücken in Brand setzen und dann fliehen. Und Jalan und Kiaras wollen wir hier lassen? Das finde ich nicht gut. Wir holen sie gleich. Die Frage ist nur, ob wir die Pferde mitnehmen und ob wir die beiden Wagen mitnehmen. Nun ja, wir haben unsere Tarnung auf diese Wagen angepasst. Wenn es eine Möglichkeit gibt, sie mitzunehmen, sollten wir das tun. Gut, dann gehen wir wieder zurück zu den anderen, berichten ihnen und überlegen uns, inwiefern wir Boltax, ihr beherrscht doch den Silenzium, oder nicht? In der Tat, das wäre auch ein Vorschlag von mir gewesen, diesen dann zu wirken. Dann sind zumindest unsere Wagenräder leise. Ich kann mich auch auf den Wagen stellen und den Silenzium möglichst klein halten, sodass Isarun und Abelmir im Zweifelsfall noch unerschwert ihre Magie wirken können. Ich weiß ja, dass es ansonsten Probleme damit gibt, nicht wahr? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Vielleicht sollten wir uns generell, also falls wir nicht auf dem Wagen gebraucht werden, ein wenig vorwärts bewegen und quasi die Vorhut bilden. Ich muss nur Folgendes sagen, die Schutzmaßnahmen, die ich getroffen habe in der Mine, um uns zu schützen, haben viel Kraft von mir gekostet. Den Silenzium werde ich sicherlich noch hinkriegen und vielleicht auch den einen oder anderen Zauber, aber ein Großteil meiner Kraft nun ist erschöpft. Nun, dann sollten wir uns beeilen, möglichst schnell hier rauszukommen. Wir so oder so tun. Ich denke auch. Ja, so könnt ihr zu den anderen wieder zurück in den anderen Teil der Höhle, der zwar auch schon aus Zahnrädern besteht, aber noch nicht von den Nekromanten bebaut worden ist.
und dort dann die Pferde vorfinden mit den bemantelten Hufen. Wie geht es weiter? Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen umgeschaut und wir wollten ja gern die Ablenkung in diesem Mineneingang stattfinden lassen. Und wir sehen ja jetzt, dass die Untoten sich vor allem auf ein Zahnrad konzentrieren. Beziehungsweise, also ja klar, ihr könnt quasi davon ausgehen, dass die Häuser alle irgendwie halb luminisiert und beleuchtet sind. Ob die wirklich bewohnt sind, ist eine andere Sache. Aber es gibt hier eine große Statue von einer unheiligen Göttin. Wird sicherlich die Schwarze Mutter sein. Wir sprechen ihren Namen nicht aus. Und auch da gibt es einiges an Bewegung. Aber vor allem dieses Zahnrad ist eines eurer Hauptprobleme, wenn ihr diesen anderen Teil umgehen könnt und wollt. Okay, also ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr von hier aus kommt, dass ihr dann über die südliche Route geht, an den Häusern vorbei, und dann könntet ihr entweder nach links abbiegen, um an dem anderen Schacht dann entlang zu kommen, oder eben über die nördliche Route dann zur Brücke. Und da müsstet ihr dann vor allem in diesem Bereich hier aufpassen, dass ihr dann nicht gesehen werdet. Mhm. Da von links nach runterkommt, was da keine Verbindung ist. Da sieht es zumindest so aus, genau. Ach, da! Aber nicht mit dem Wagen, oder? Doch, also irgendwie könntet ihr sicherlich die Route dann wählen. Ist ja auch an sich egal, ob er denn hier über dieses Zahnrad geht oder über diese Verbindung. Also ihr könnt auf alle Fälle, die Route habt ihr schon ausgemacht, das funktioniert alles. Ihr müsst auf alle Fälle in diesem Bereich, müsstet ihr sehr aufpassen, dass ihr dann da nicht die Oger dann anzieht. Achso, ich habe jetzt so verstanden, dass nur im illuminierten Bereich sozusagen der Weg ist. Aber ist gut, alles klar. Meint Bescheid. Jo. Meine Frage zielt jetzt auch darauf ab, was denn quasi die Hauptverkehrsroute für die Leute hier in der Mine oder dieser Zahnradstadt ist. Also die gehen vor allem in diese Richtung. Ja, und welche Verbindungen, also sie benutzen dann hier diesen zentralen Dings da? Auch, ja. Also vor allem die Nekromanten werden hier wohl wohnen, wenn sie denn hier wohnen, beziehungsweise Drachengardisten haben sie auch mit dabei. Die Oger müssen nicht hausen und das ist so ein zentrales Anlaufrädchen, vor allem weil das eben auch mit so einer Getriebestange versehen ist, die dann nach oben und unten führt, wo man dann eben die Hauptrute drehen könnte. Also das zentrale Zahnrad, über das dann die große Eisentür geöffnet wird. Nur für mich aus Interesse, wie schwer würde ich dieses Zahnrad einschätzen? Ja, gut 50 Schritt lang und dann dementsprechend dick mit einer großen Getriebestange müsstest du jetzt mal ausrechnen. Das ist natürlich eine schwere Rechnenprobe. Die groben Dichten von dem Stein oder dem, ja doch, das wird eine Art Stein sein. Das ist kein Eisen, was sie da verbaut haben. Vielleicht ein paar Eisenverstrebungen, aber das wird Stein sein. Okay, also es ist kein Eisen drin, dann interessiert es mich auch nicht. Dann ist diese Information für mich. Es gibt sicherlich Eisenverstrebungen, aber an sich besteht das Zahnrad aus Stein. Gut, ja, dann, wie gesagt, ist das irrelevant für mich. Was hättest du vorgehabt? Eventuell hätte ich das Zahnrad mit Kraft des Erzes aufladen können. Das heißt, alles ferrometallisch wird halt angezogen und damit hätte ich das Getriebe eventuell in Gang setzen können. Also bezieht sich das nur auf magnetisches Eisen? Ja gut, aber wenn es Verstrebungen gibt, kannst du dir ja trotzdem bewegen. Das stimmt. Also wenn du dir mal anguckst, hier so eine Verstrebung oder hier so eine Verstrebung aus Eisen, musst du einfach trotzdem drehen, ob im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, müsstest du halt viel Kraft aufbringen.